Wo sind wir denn hier? Ja, moin, moin, moin. Ja, da hier hast du ja ein, zwei Schätzen versteckt, habe ich gehört. Hier. Genau, den einen E55, den wollen wir mal. Ist noch ein Schatz, aber der gehört mir nicht. Oh, okay. Also, hier ja, ist ein Kollege von mir, der hat hier so ein paar Oldtimer, der mag die. Wir haben ein Problem mit E55. Ja, vibriert ein bisschen, ein paar Kleinigkeiten müssen gemacht werden. So, den überführen wir mal zu uns in die Firma. Und dann schau. Oh, ein T3-Bus. Ja, schön. Ah, der hört mir nicht. So, oh, hast du auch noch hier abgedeckt, hier die Dinger? Ja, weil die sonst so staubt hier so, ne? Ja, stimmt, das sieht aber auch nicht schön aus, ne? Wenn die unterstaubt sind. Du kannst richtig sehen, dass die von oben immer so... So, da ist das dicke Schiff, da ist das Baby. Hier, ja. Ich zeige euch das mal so. Ja, könnt ihr selber vorstellen, was das ist, liebe Freunde? Jawohl. Der erste CL. CL 500, ne? Ja. Der ist auch riesig, ne? Wie ein Schiff, oder? Die hießen ja erst hier SEC, wie der alte. Ja, 120. ja. Den hieß er S, ne? Ja. Und die letzten hießen CL. Schönes Ding, ja? Da kommt auf jeden Fall ein separates Video von dem Fahrzeug mal. Geiles Ding, Freunde, geiles Ding. So, und das andere Schmuckstück ist hier auch ein ganz seltenes Fahrzeug. Die werden ein bisschen unterschätzt, muss ich jetzt sagen, ne? Also, die werden auch immer rar, ne? Also, muss man jetzt sagen. Und die sind ja auch meistens gammelig. Ja, also normalerweise, ihr seht es gleich, der W210 CLK 55 AMG. W208. Genau, W208, also Klubschauge. Genau. Nennt sich auch Klubschauge? Ja, nennt sich auch Klubschauge, auf jeden Fall. Aber er sieht noch richtig schick aus, muss man jetzt sagen, ne? Hier ist ein Problem. Ja. Kannst du sehen? Hat er den Fleck da? Ja, oh, hat er. Oh. Also, der hat ihn letztes Mal einmal kurz zu mir gefahren, dann haben wir ihn kurz hochgehoben, dann haben wir nur gesehen gehabt, oh, bisschen hat er ein bisschen Öl verloren. Und jetzt haben wir gesehen, riesen Ölfleck auf dem Boden, ne? Hier, Getriebeöl leckt. Von November bis heute hat er das an Getriebeöl verloren. Okay, ist nicht viel, aber es darf ja auch nicht sein, ne? Es darf ja auch nicht sein. So, mein Lieber, dann fahr ich mal raus. Ich nehme mal noch das Ding da mal ein bisschen rüber. Schön Kaltstart hier, der macht auch die Skin. Ja, komm mal her, Kaltstart. Machen wir mal ein bisschen hier. Ein Kaltstart wollen wir mal hören hier. Ist ein echter AMG, liebe Freunde. Ein echter. Ja. Nicht hier bla bla bla. So. Es ist ein echter AMG. Ihr wisst, Freunde, das Modell war jetzt nicht so mein Favorit, aber als CLK 55 in dem Zustand, da muss man jetzt auch mal sagen, ja, stimmt, schönes Ding. Ja, V8, das hört man sofort, ne? Irgendwie hört man das, keine Ahnung warum. Schönes Teil. Ja, Autoleck, Getriebeöl, paar Vibrationen hat das Auto, er war letztes Mal kurz bei mir, bin den einmal kurz gefahren und ja, auf die Schnelle kannst du nichts machen, er gibt ihn mir mit, ja, und dann gucke ich mal, was er hat. Ne, dann schauen wir mal, was er hat. Ich bin ihn einmal kurz mit ihm gefahren. Oh, macht Spaß, ne? 354 PS, V8. Nice, nice, nice. Und man muss mal auf den Autos hinterhergehen. Die Preise sind noch ein bisschen human. Die Dinger werden auch irgendwann teurer. Ne? Ich denke mal, ich habe mal geguckt, 8 Mille, 10 Mille, kriegt man die Dinger? Also, ein AMG mit Wertzuwachs. Bin ich der Meinung. Bremse macht ein bisschen Geräusche, ja. Darf er auch machen. Schön auf AMG-Felgen. Ja, ein bisschen Bremse macht Geräusche, ne? Darf auch. Müssen auch hin. Ja, darf auch mal ein bisschen. Ja, schickes Ding. Schön Avantgarde, ja. Felgen feiere ich auch. Auch sieht richtig gut aus, Freunde, ne? Schreibt mir in die Kommis rein, was ihr von der Karre hält. Ja, leider B-Säule juckt. Das ist leider. Weißt du, was an diesem Auto fehlt? Ausstattung, ne? Weißt du, was mir an diesem Auto fehlt? Ne? Dass sie das Ding hier nicht runter hat. Alter, da, weißt du, B-Säule. Das war ja. Haben sie nur bei dem gemacht und das haben alle gekotzt. Ja, also wenn das noch weg wäre, ein Traum. Mal runter machen. Ein Traum, oder nicht? Ja. Auch Ausstattung, wie gesagt, ne? Wir kennen das Auto, haben wir zusammen geguckt gehabt. Ja. Tolle Sitze drin. Auch innen wirklich so sauber, das Auto. So sauber. Ja. Unglaublich. Richtig ein tolles Auto. Da wollen wir mal gucken, dass das auch wieder läuft. Schön AMG-Bremsanlage auf jeden Fall auch dran. Ja. So, Freunde. Da wollen wir mal gucken, was das Baby hat. Da schauen wir uns. Ja, du schaust ja wieder vorbei. Und dann, ja, ne? Wir gucken mal, was er hat, ne? So, in AMG Tacho 300. Wie gesagt, Freunde, das Modell habe ich nie auf dem Schirm gehabt. Ne? Für mich war das immer so, ja, Klubschi. Aber als er dieses Fahrzeug gebracht hat, bin ich auch schon der Meinung, gucke ich mal, 24 Liter, nicht schlecht. Hä? Schönes Ding. Der Sound ist da. Es klappert nicht, es tackert nicht. Eine schöne Ausstattung. Avantgarde, guck dir das mal an. Auch mit dem Holz. Finde ich sehr schön. Richtig cool. 300 auf dem Tacho. Ich denke mal, das ist eine Wertanlage. 100%.
So, Freunde, jetzt fahren wir mal ein bisschen. Schauen wir mal, dass wir es nicht Strecke machen. Das Problem bei dem Auto ist, dass bei 60 vibriert die ganze Karre. Ja, Kardanwelle, kann sein. Motorlager hat neu gemacht, vielleicht Getriebelager. Muss man mal gucken, was er hat. Ne, bei 80 hört er wieder auf, bei 110 fängt er wieder an. Wer sich damit ein bisschen auskennt, schreibt mal in die Kommis mal rein. Also merkwürdig, 60 bis 70 Vibration. Dann hört er wieder auf, jetzt 80 habe ich keine Vibration. Und dann kommt er bei 110 bis 120. Reifen sind es auch nicht. So, Freunde, dann. So, liebe Freunde, da haben wir den Geheimtipp der Geheimtippe. Alter, kein Plan. Ich habe das Auto nie auf dem Schirm gehabt. Ich habe den, klar, CLK, kennt jeder. Den größten denke ich mir mal, okay, kenne ich. Aber da kam einer CLK 55, Alter. Hier, die drei Buchstaben. Und ist ein originaler AMG. Ja. Und ich finde der Zustand, Jan, also. Also für diese 208er, guck mal. Ich weiß nicht, ob da was gemacht wurde. Ich weiß es nicht. Ich vermute ich mal. Und was ich bei dem Auto oder Fahrzeug sehr gut finde, seine Ausstattung ist gut für damalige Verhältnisse. Und nichts abgegriffen, nicht abgegrapscht, nein. Alter. Also er sieht wirklich noch Hammer, das Hammer aus, Einzige, oder nicht? Was verbastelt ist, ich glaube, dieser Sticker ist nicht original. Ja, das weiß ich nicht. Ich sag, ist nicht original. Der ist auch schief, oder nicht? Aber ich finde die Karre, auch mit den Felgen hier, mit den AMG-Felgen, wirklich dezent, wirklich stylisch. Was ich gut finde, den Motor. Er ist jetzt auch Bock auf so ein Auto. Ja, warum nicht, ey? Also, Digi, geiles Auto als Geheimtipp, muss ich sagen, wirklich. Ich denke mal, die sind ja in den Preisen so ab 5, 6, verbastelte fangen an. Ja, also, das Ding ist... Du hast ja geguckt jetzt, ne? Weißt du, was das Ding ist, glaube ich, bei diesen Modellen? Die sind relativ unbeliebt. Leider. Also allgemein, dieses CLK-Modell. Und ich denke mal, für 5, 6 Mille wirst du nicht in so einen Zustand kriegen. Nein, ich glaube mal, da Ross-mäßig irgendwie so, er hat hier gar nichts. Aber an Ross. Memory-Sitze. Elektrisches Lenkrad hat er. Oh, hat er? Nee, hat er nicht. Hat er nicht, okay, egal. Gelederte Airbag, Holzlenkrad. Klar, Klima hier. Weiß ich nicht, ob das alle CLKs haben. Parktronic. Jan, ich finde ihn wirklich schön, wirklich cool. Na, mach mal Haube auf. Zeig mal, was für ein Monster da drin ist. Ja, Leute, hier haben wir den M113 mit 5,5 Litern. 300, also knapp 360 PS. Das Gute ist, den kannst du hier nicht so einfach abnehmen, der hat eine Schraube hier. Ja, ich wollte mal den kurz abnehmen, da ist eine Schraube. Ja, stimmt. Der ist angeschraubt, Digga, damit man den nicht klaut. Ich finde ihn wirklich, also Jan, ich fahre den ja und er fährt wirklich brutalo. Also. Ich bin noch nie so ein Auto gefahren, sage ich ehrlich. Das Geilste, der hängt so am Gas, also weißt du, kein Turbo, kein einfachen Sauger, der wiegt der Auto nicht so viel, denke ich mal. Aber guck mal hier, Krankheiten sind, also hat er nicht. Ventildeckeldichtung und also, Dichtung. Der Typ liebt sein hier. Motorlager sind neu. Siehst du gerade, er hat an dem Auto wirklich viel, viel neu gemacht. Ich habe nur ein Problem bei dem Auto. Wir fahren 60, eine Vibration. Vibration, seine Mutter ist hier drin. Weißt du, was ich meine? Okay. Und dann bei 70 hört es auf. Und dann sind wir bei 100, 110, eine Vibration. Unglaublich. Wir nehmen ihn rein und Getriebeöl leckt. Er war mal, ich glaube vor einem halben Jahr bei einer Werkstatt. Die haben ihn den Stecker haben die erneuert. Daraufhin haben die alte Dichtung wieder reingemacht. Ja, und jetzt leckt er. So, Digi, den nehmen wir jetzt rein. Und dann gucken wir mal, dass wir Getriebe nochmal eine neue Dichtung habe ich geholt. Dann machen wir eine neue Dichtung rein und versetzen die Kardanwelle. Vielleicht denke ich mal, dass sie vielleicht nicht richtig ausgewuchtet. Also, nee, die haben die hinten die Haarischeibe getauscht. Vielleicht haben sie nicht richtig markiert. Ich probiere es mal, dass ich um einen Zahn verdrehe, gucke, Reifen auswuchte. Und auch mal gucken, Mittellager und Hinterachslager will ich gucken, ob er wirklich, warum er diese Vibration hat. Geile Karre, schönes Ding, feiere ich. Kommt das auch von den Reifen? Ja, deswegen, lass uns den mal reinnehmen. Wir gucken mal jetzt mal Reifen auswuchten. Nimm ihn rein. Oh, ja, man hört den V8, man hört ihn. Ja, dezent, wirklich schön dezent, aber er läuft super, super. Ja, hier habe ich wieder, einen 190er, Freunde. Den habe ich von einem Abonnenten hergebracht bekommen, der kam aus Köln. Richtig schön, Auto lief 2 Jahre oder 4 Jahre in der Türkei. Neu lackiert in der Türkei, sieht auch richtig schön aus, muss ich jetzt sagen. Und er liebt dieses Auto, ne? Er soll jetzt technisch fit gemacht werden. Das heißt, Stoßdämpfer sind sehr weich vorne. Die Stoßdämpfer kriegt er jetzt neu. Kompletten Service kriegt er rein. Ich mache ihm alle Flüssigkeiten neu. Schönes Auto. Wirklich, wirklich. Also 190er ist kultig. Ich habe 2 Stück hinten stehen. Leider stehen sie sich da tot. Aber ich finde so einen schönen Benzer. Freunde, auf jeden Fall. Ein schönes Auto. 190er, Klassiker. Die sind im Kommen. Gute Exemplare zu finden, wird auch nicht einfach sein. Geiles Ding. Wirklich ein schönes Ding. Sitze sind noch heile, sind nicht kaputt, original. Ja, klar, Ausstattung ist sehr mau. Oh, AC, er hat Klima nachgerüstet, genau. Er hat Klimaanlage nachgerüstet. Schönes Ding. Richtig gut aus. Tolles Ding. CLK ist auf der Bühne, wir sehen hier, ja, Getriebeöl leckt.
Dichtung ein bisschen aufgequollen, aber wir sehen, der Schalter, den haben sie erneuert, hier. Aber trotzdem, sind sauber und er leckt da immer noch. Ja. Keine Ahnung, nicht richtig angesetzt. Kann sein, dass sie verkantet ist. Irgendwas ist da, also wie gesagt, haben wir noch einen Stecker da? Ja, okay, wir schauen mal. Genau, okay, wenn wir einen Stecker haben, ist schon geil. Oh, geil, ey. Wann haben wir den weggehabt? Tja, ich habe öfters sowas gemacht. Super. Ja, Öl raus, gucken wir mal, dass wir den Stecker umbauen. Ich nehme die Reifen runter und dann gucken wir mal, ob wir die auswuchten. Oh, Auswuchs auch super. Ach, echt dicken Durchmesser. Richtig einen geilen Durchmesser, das Ding. Richtig einen geilen Durchmesser. Die Felgen hat er gebraucht gekauft. Es kann vielleicht an den Felgen vielleicht liegen, aber ich sehe hier auch, oh, guck mal, was ist das hier? Da hat er mal einen kleinen Rissi, ne? Ja, aber vorne ist ja auch irgendwie Trümmer oder sowas. Ja, vorne ist auch gerissen, haben wir gehört gehabt. Tamam, dann lass uns Öl raus. So, Freunde, ja, Vibration ist behoben. Ne? Alter, ihr werdet es nicht glauben. Ich zeige euch gleich nach der Runde, warum die Karre so Vibration hatte. Das Ding war überall. Und da kam der Kunde zu mir, hat zu mir gesagt, ja, lass mal die Antriebswellen erneuern und dies erneuern, das erneuern. Aber muss man gar nicht erneuern, Alter. Spurplatte war kaputt. Schwurplatte hätten wir gebrochen an der Zentrierung. Okay. Und dann hat er die Dings verloren. Der hat zwischen 60 und 70 Grad richtig eklig geschüttelt. Auto hat so gewackelt. Dann war es wieder weg zwischen 100 und 110. Ab 100 kam nochmal richtig eine Vibration in dem Auto. Und ab 110 war er wieder weg. Ich hab mal die Kardanwelle umgesteckt, bla bla bla. Ich denke, komm, buchte mal die Reifen aus. Beim Reifen aus und ich gucke, bang. Ich denke, ey, warte mal, da stimmt was nicht. Digi. Geiles Auto, Herr Damm. Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Karre so... Ich habe den nie auf dem Zettel gehabt, so ein Auto. AMG ist das. Wallah, ich hätte jetzt nie gedacht, es ist so ein Auto. Weil das Modell ist nicht so meins, muss ich jetzt sagen. Das eine neuere ist schon nicht schlecht. Ja, ja, genau. Aber das Modell hat mich nicht so gerissen. Aber 5,5 Liter, Digga, V8. Alter, der drückt, bye, Digga. Bye, bye. Alter, er drückt, Digga, also. Und der Sauger, du weißt, ne? Ja. Der hängt brutal am Gas. Geile Karre, Digga, geile Karre, muss ich jetzt sagen, oder nicht? Auf jeden Fall, macht Spaß. Auf jeden Fall, er geht richtig brutal zur Sache, was er verbraucht, weiß ich jetzt nicht. Aber er kommt richtig schön rüber, ein richtig schönes Auto, Freunde. Wir gehen gleich ein, wenn wir auf dem Hof sind. So, liebe Freunde, ja, hier. Genau, hab Mercedes-Injektoren erneuert, paar Sachen hier an dem Ding gemacht. Jetzt wollen wir mal ein bisschen rumheulen hier. Da hat mich so eine Firma angeschrieben, ob ich Werbung für die Dinger machen kann. Ich sag, keine Ahnung, ob ich Werbung machen kann. Ne? Die haben gesagt, okay, ich gebe ihnen diese Summe. Ich sagte, ja, okay, Summe hört sich gut an, sollte man Werbung für dieses Gerät machen. Aber Freunde, Alter, Katastrophe. Ein Auto gestartet, zweites startet nicht mehr, Alter. Jetzt sage ich mir selber, Alter, wie soll ich hier, wirklich, Alter, wie soll ich das hier machen? Wie soll ich hier Werbung für das Gerät machen, was so Schrott ist? Wirklich unglaublich, ja, wirklich ist, keine Ahnung, ein Auto starten, ein Auto, ja. Ne? Da denken wir mal, was ich da machen soll. Alter, nee, tut mir leid, hab denen gesagt, keine Ahnung, ich will das Gerät nicht haben, hab das einmal getestet, jetzt geht gar nicht, bevor ich von ihnen, also die haben mir wirklich eine, ja, eine Riesensumme angeboten, also wirklich viel Geld angeboten für das Ding. Aber, Alter, ich kann das nicht machen, es geht nicht einfach, weil das, ich schaff noch nicht mal die Karre zu überbrücken. Einmal hat das geschafft, das war's. Und das Ding hat noch 60% voll. Kein Plan, Freunde. So, 61%, er schafft dieses Auto nicht zu überbrücken. Ja, so, soll er nochmal probieren? Achso, wir haben hinten was angeschlossen, deswegen geht er. Wir haben jetzt das Auto hier mit überbrückt, der geht immer noch nicht, ey. So ein Quatsch, ey, so ein Schwachsinn hier. Ja, Freunde, ihr wisst, wir wollen in die Türkei gehen, aber Gerät, habe ich gesagt, ist scheiße, nicht kaufen. Wirklich, die haben mir das Ding zugeschickt, haben gesagt, ja, hier, diese Summe. Ich habe gesagt, du, und auf dem Beschreibung, Digga, da steht drin, LKW, Busse, Alter, kann das Ding starten. Mhm. Sogar Busse soll das Ding starten. Ich denke, ja, wenn es gut ist, kann ich gerne Werbung machen. Aber das Zeug muss auch gut sein. Weißt du, was ich meine? Aber, sorry, Digga, hast gesehen, ein Auto überbrückt, zweite platt. Und das Ding muss irgendwie 10 Stunden laden, damit das dritte Auto überbrückt. Alter, kann man auch drauf kacken. Also lassen wir es, dann habe ich dieses Geld dann verloren. Aber ich muss auch nicht so eine Werbung machen, dass die Leute dann sagen, Aber als Dings kann man die ja schön gut benutzen, als Powerbank für Handys. Ja, ja, das stimmt. Urlaub, ich will das Silla Yolo. Vielleicht kann ich den empfehlen als Powerbank für die Fahrt. Okay, das könnte vielleicht gehen. Ich habe Riesenprobleme mit meiner S-Klasse, liebe Freunde. Ne? Vor einer Woche, bin ich los, Teile holen, bin liegen geblieben. Habe ich im Video gesagt, ich bin mit meiner S-Klasse liegen geblieben. Eigentlich, ich will sie mit dieser Karte in die Türkei. Silla Yolo auf jeden Fall. 040 schwarz lackieren und Eddie. Habe ich mir gedacht, okay, kann ja sein, dass er liegen geblieben ist. Machen wir mal schön klassisch, was er alles hat. Das Blöde ist, er hat ja auch eine Gasanlage drin. Und er läuft ja, also Benzinpumpe kann ich auch nicht sagen, weil der läuft auf Gas oder so. Ne?
So, also, wenn er kalt ist, läuft er. Das sind immer 10, 12 Minuten, die er läuft. Eddie, dann geht er aus. Ich denke mir mal, okay, wir machen die klassischen Sachen. Alle Kerzen neu, Kappe, Finger neu, lief. Ich denke, yes, hat geklappt. Nach 10 Minuten ging er wieder aus. Ich denke, oh, Kacke. Ja, was sagt man, Kurbelwendensensor auf jeden Fall, ne? Okay, Digi, ne? Ich losgegangen, Kurbelwendensensor geholt, reingemacht, Kurbelwendensensor, Auto startet, yes. Freut mich natürlich, dass ich damit fahren kann. Bin losgefahren, 10, 15 Minuten später, aus. Kacke, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Dann, bei dem Modell ist es immer die Temperaturfühler. Zeig mal bitte, Eddie. Da haben die auch sehr große Probleme. Ich rufe da an beim Teileladen, ich sage, hast du alle drei da? Jo, habe ich alle drei da. Ich besorge ihnen alle drei Dinger. Schlag, Auto läuft, läuft, 20 Minuten, 25 Minuten. Ich denke, jo, das war's, oder nicht? Alles gut, Digga. Und dann geht er wieder aus. Ich denke, Katastrophe, Digga, das war's wohl auch nicht. So, dann hat Jan hier ein bisschen rumgespielt, dann sieht er die Nockenwellensensor, dann wollte er den Stecker abstecken, bam, kommt der ganze Stecker raus. Der Nockenwellensensor kaputt. Ich sag, yes, Alter, das ist der Fehler, 100% oder nicht, ne? Das ist der Nockenwellensensor. Heute den Nockenwellensensor reingeholt, reingebaut, Auto startet. Erste Probefahrt, komm hier auf den Hof, hier vorne, ich denk, geil. Und wieder aus. So, Eddie, keine Ahnung, jetzt haben wir ja wirklich ein paar Punkte abgearbeitet, was Sache ist. Es kann natürlich auch das blöde Steuergerät vom Dings sein, von der Gasanlage, kann natürlich sein. Es kann das normale Steuergerät sein, kann auch sein. Kann seine Mutter, sein Vater sein, kann auch seine Cousine sein. Ja, bei den Modellen bin ich leider jetzt, es ist so, ist nicht so richtig meine Welt mit den Modellen. Ich muss mich rankämpfen, rangucken, informieren, gucken, was ist. Vielleicht könnt ihr in den, könnt ihr mal reinschreiben bei den Kommentaren, was wir machen können. Ich habe keinen Plan, Alter. Und Shimizu, eigentlich mit der Karre hat die der Shimizu abgelehnt. Ihr wisst es, ich war Freitag hier mit Eddie und mit Turbo Salo und mit Leon in die Türkei. Ja, wie ist das alles entstanden? Ihr wisst es auch selber. Fakt ist, war natürlich, ihr müsst mal wissen, ich wollte natürlich in den Sulayoro fahren. Ich habe Salo damals das versprochen, Digi, wir machen zusammen einen Türkei-Trip, mal Autocontent, bla bla. Habe ich ihm ja versprochen, ja. Das könnt ihr auch bei Salo auf dem Video sehen, genau, bei der EMS. Habe ich ihm das versprochen, vor laufender Kamera, mein Mann ein Wort. Und dann habe ich ihn, und Leon hat gesagt, du Mehmet, ich will unbedingt Frühling in die Türkei. Das war so sein Wunsch. Er wollte hin, am liebsten mit mir, aber hart auf hart, er wollte auch ohne mich. Wirklich, Eddie, er wollte auch ohne mich fahren, yeah. Ja. Und dann habe ich mir hin und her geguckt, ihr wisst es, ich habe dieses Haus gekauft, hier und da, aber wir müssen erst der Sechser, alles ist fertig, habe ich ein bisschen Ruhe. Dann habe ich mir gedacht, egal, komme ich mit dir mit. Schön 040 schwarz, machen wir. Der Gewinner, weißt du selber, der will erst Ende August, also fahre ich da schon so irgendwann nochmal. Dann habe ich mir gedacht, geil, dann fahre ich mit den beiden. Ruf mich Salo an, er sagt, Digi, Digga, mich hast du wohl vergessen. Ich denke, ja, wolltest du mit oder was? Ja, du hast mir das mal versprochen. Ich denke, ja, Alter, ich habe ihm das versprochen, Digga, ein Mann, ein Wort. Aber das Problem ist, ich kann nicht in Mersin drei Autos lackieren lassen. Eddie, das wird nicht so, es wird schwer, Digga. Es wird schwer. Zeitlich wird das auch sehr knapp. Ja, sehr schön, dass er da knapp macht. Zeitlich wird es sehr knapp, zwei Wochen drei Autos zu betreuen. Das heißt, ich muss mich ein bisschen um Leon ein bisschen betreuen. Ich muss dann Salo sein Auto betreuen. Dann muss ich noch dieses Auto betreuen. Es wird hart. Ich habe mich entschieden, jetzt hier ohne Auto zu fahren. Ich habe ja auch ein Projekt in der Türkei, der Haji Murat. Da muss man gucken, verkaufen, lackieren. Irgendwas muss ich ja auf jeden Fall mal machen. Ja, das war so, keine Ahnung, wie gesagt, ne, oder ich fahre mit dem CLK 55er, geiles Auto, Eddie. Auf jeden Fall. Brutale Karre, Bruder, brutale Karre. Wirklich, Wolf den Schafwels, das Ding, ein Monster, oder? Also, wenn ich den so optisch angucke, dann denke ich mir nicht, dass der so viel Power hat, aber der geht im echt Fahren, gut. Der ist im Betrieb, Digga, der hat richtig Power. Der will reißen. Also, das heißt, Eddie, wir sind eigentlich jetzt hier genau in 6 Tagen, also Freitag, nächste Woche Freitag, sind wir auf Achse. Nächste Woche heute fahren wir los. Nächste Woche heute fahren wir hoch, in einer Woche sind wir auf Achse, wird auch auf jeden Fall irgendwie lustig, klar. Dann! Deutsch, Griechisch, hier Griechisch, Türkisch, auch geiler Content bestimmt mit Salo zusammen auf Roadtrip zu gehen. Hoffentlich hält sein Auto durch, der hat ja den 7er von deiner Frau, den will er mal ein bisschen aufhübschen. Ja, Friends, dann sag ich mal, aber Salo, Digga, komm mal her. Jetzt ne, man redet ja hier vom geilen 7er und was, weil ich habe auf Salos Kommentare gesehen. 7er geil, 7er geil. Ja, ich habe einen geilen 7er. Eddie. Der ist geil, Digga, ne? Also wirklich, schick, ja. Ihr wisst, kennt das Auto aus diversen Videos, den habe ich auch in der Türkei machen lassen, 040 schwarz, Styling 176, wenn ich mich nicht irren kann, Luftfahrwerk haben wir drin eingetragen, Freunde eingetragen, das Ding, Digga, wenn ich ihn runterfahre, ist auf dem Boden, ganz einfach, ist aber Show, also öffentlich Straßen fahre ich ihn natürlich nicht so, das ist wirklich für Showzwecke und normalerweise kann ich ihn aber wieder umstellen, dass ich wieder normal öffentlich, ich habe mich jetzt abgemeldet, Frühling wird er wieder angemeldet. Ja, Freunde, dann sage ich mal, Sirayolo geht los in 6 Tagen, Dankeschön, Dankeschön, abonnieren, like nicht vergessen. Bleibt dran, es wird spannend. Bye bye!